Von 20 bin ich selber 20, dann passt das schon. Prämien. Prämien kriegt man aber die gleichen. Das ist ja nicht. Hier. Okay, hier kriegt man nichts, hier kriegt man Prämien. Wow, wie viele verschiedene Levelstufen gibt es denn? Kranke Scheiße. Ach so, nee, lass mal. Ach fuck, das habe ich erst jetzt gelesen. Shit, diese Verzögerung. Na, dann gehen wir noch mal raus. Ich denke, wir haben nur eine einzige Chance. Wenn wir es schaffen, retten wir den Reisenden. Wenn nicht, erobern die Vex unsere Welten. Wie auch immer. Ja, dann brechen wir noch mal ab. Ich bereue nichts. Jo. Okay, das Auge des Torlords ist geladen. Gehen wir zum Tor. Action. Auf geht's. Ab in den schwarzen Garten. Erstmal durch Erstmal durch Stargate durch. Was wir uns natürlich hingestellt haben. Von den Ältesten, oder wie die heißen. Und dann ab in den schwarzen Garten teleportieren oder hinbeamen. Was weiß ich, wie man das nennt hier. Hier. Episode 1. Immer schön auf dem Anakin aufpassen, wenn er hier mit seinem Bike hier rumfährt. Na? Achso, ich hab ja nicht unendlich. Ah, jetzt sehe ich es erst. Schon ein kurzer Weg hier. Wenn man was drückt, dann bleibt man stehen. Okay, wenn ich jetzt das drück. Nein, nicht schon. Ja, das ist schön hier. Das ist schön hier. Wieder rausgeflogen hier. Wieder rausgeflogen. Ist eigentlich immer so, egal welches Gaming-Spiel hier. Arc Edge Probleme mit Server, DC Party, Warteschlangen Party, Warteschlangen Simulator und jetzt auf Destiny geswitchen dann auch. Die passen sich schon an Gags an. Also, nun gleich nochmal. Drücke X, um zu spielen. Ich versuch's. Schauen wir mal, ob wir wieder connecten können. Nope. Jo. Genau, fliegt kurz am Turm vorbei, dann passt es. Bist du nicht rausgeflogen? Ich will dann doch wieder zu connecten. Bleibt mir nichts anderes übrig.
Und Rico, was meinst du? Ich habe es ein bisschen getestet hier mit Tippen. Was meinst du denn? Ist deine Tastatur leiser als meine davor? Hatte die Meldung vor dem Einloggen und dann kam nichts mehr. So, ich wäre theoretisch wieder drin. Theoretisch. Mal schauen. Ich meine, so geht sie auf dem Weg dahin, aber so in der Mission ist ein bisschen doof. Kann man hier eigentlich so eine Art Liste, also ins Spiel selber kann man nicht schauen, gell, was, welche Leute im Clan sind oder so, online sind im Clan oder überhaupt die offline sind. Geht nur auf der Homepage. Da haben ja noch gestern 30 beworben, habt es dann angenommen und ich glaube, da muss man immer Doppelbewerbung machen. Einmal für Clan, einmal für als Member und einmal als Follower. Keine Ahnung, sehr, sehr komisch. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast auf der Page. Hey, Clone Boss, ne, grüß dich. Was ich dich fragen wollte, hat es jetzt geklappt mit dem komischen Codes da? Mit dem Team, was weiß ich, Adidas Team für FIFA und sowas, was du bekommen solltest. Der schwarze Garten. Ja, recht umständlich. Ja. Haben wir noch. Ich habe noch 2, 3 approved heute. Oder zwei, ja. Wie sieht es denn eigentlich bei dir aus, so wegen, wegen Raid Call und so, wenn wir zusammen spielen? Kannst du da rein? Hast du da Bock? Wäre halt einfacher, oder? Ich meine, so ist es nicht ganz so wichtig, aber dann. So allgemein wäre es ja ganz interessant. Wie auch immer es ausgeht. Ich bereue nichts. Nee, hatte irgendwie nichts. So wollte ich da. Hatte ich irgendwie nichts. Wo sollte ich es eigentlich bekommen? Also, mir, warte, ich schreibe da nochmal den Text. Ich habe das ja alles kopiert hier. Hier, da hast du das Protokoll da. Hm, okay. Das hat er geschrieben da. Das Auge des Torlords ist geladen. Gehen wir zum Tor. Hier. Vorgestern 8.35 Uhr hat er mir geschrieben. Ja, über PS4, ja, hab nur Linux, also kein Raid Call, gibt's nur für Windows. Echt? Ist ja blöd. Achso, gut, über PS4 habe ich gar kein Tun. So. Hier, er hat's dir an Clone Wars Nick 15 geschickt, weil du warst anscheinend Zeit währenddessen mit dem Nick online, mit dem Char. Nee, per Private Message. Aber wenn du willst, ich habe den Code, kann ich dir direkt schicken an den Clone Wars Nick 1999. Ich habe den ja von ihm bekommen. Kann ich dir schicken, an welchen Account du auch immer willst. Also immer per Twitch PM, also Privatnachricht oder PN, Private Message, wie auch immer man das sagen will. Ja, unverändert, sage ich mal, Ghost, immer noch Probleme mit dem ganzen Gehen und Machen. Also momentan habe ich halt Unterlagen ausgefüllt wegen der Reha und sowas. Also die Behandlungen, viele Behandlungen stehen noch an, aber es dauert immer so eine Zeit. Also noch unverändert. Immer noch die gleiche Scheiße. Jo, warte, schicke ich dir schnell. Jo, mach an. Ja, mache ich. Schicke ich dir mal sofort. Messages. Schicke ich dir mal. Alle. Wo ist er denn? Hier. Genau, also er hat ja einen Clone Wars Nick 15 geschickt, sehe ich hier auch. Ist ja, habe ich ja Kopie bekommen. Kopieren. Clone Wars Nick. Send User Message.
hier noch mal dein Key. So, habe ich dir geschickt an Klonwosnik 1999 dein noch mal dein Adidas Team Key. Bitte schön. Kein Problem, sehr gerne. Mal ich ja. Was ist denn hier? Da, wunderbar, jetzt klappt's. Klar. Es ist nur so verwirrend gewesen, da du Klonwosnik 15 hast, was weiß ich, Klonwosnik was anders online warst, dann hat er es halt geschickt an den User, dem du gerade da warst. Also, genau. Nur hier sieht man, gell, wenn jemand in einer Gruppe ist. Hier sieht man auch nicht. Wo sieht man denn genau, ob jemand in einer Gruppe ist, eigentlich ist hier? Jei. Jetzt machen wir den... Fuck. Hier, der Driving Skill. Jetzt machen wir den schwarzen Garten auf heroisch und dann können wir mit den normalen Dungeon Dailies oder so anfangen. Jo, passt soweit, wie immer, unverändert. Unverändert. Aber soweit, so gut. Heute etwas müde, erschöpft, aber geht schon. Ist ja normal bei mir, mit den ganzen Schmerzen und so. Okay, die anderen räumen eh schon auf hier. Bist du denn noch da, Genbu, oder bist du rausgeflogen, oder? Ich sehe dich gerade gar nicht. Ah, du bist hier, okay. Alles klar, bist da, jo. Passt. Auf geht's. Ab ins Stargate, jetzt kommt die Action. Ich bin heute... Jo, hab's gesehen, passt. Bin heute krank geworden, lieg im Bett. Oh, das ist ja scheiße. Auf jeden Fall gute Besserung, dass du schnell wieder gesund wirst. Nein! Aber komischerweise fast immer an der gleichen Stelle. Also nochmal. Gut, dass mir nicht jeden Tag irgendwelche Steine in den Weg gelegt werden, dass ich nicht normal streamen kann. So ein Scheiß. Alles klar, mache ich. Probiere ich. Jo, gerne. Ist immer kacke, krank zu sein. Was, wie viele DC ist es jetzt? Der vierte? Aber schon bei 10 DC ist das Spiel einfach deinstallieren, nie wieder spielen. Einfach so eine Art... Man setzt sich so eine Art Ziel, so bei diesen ganzen Anrufshows. Setzen Sie sich ein Limit, sagen die dann immer. Setzen Sie sich ein Limit, rufen Sie vielleicht 3-mal, 4-mal oder höchstens 5-mal an oder 10-mal. Und dann reicht's aber. Hey Mox hier, grüß dich. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Du weißt, wenn man mehr Licht, wenn man mehr Lichtlevel hat, dass man vom Level steigt. Jo, das hat man mir gestern irgendwie erklärt. Das Gear enthält Lichtstufen oder Licht Boni, Lichtstats, was auch immer das sein soll. Und dann steigt man dann im Level hoch. Habe ich auch noch nicht so in der Form erlebt. Aber klingt interessant. Ja, so kann man dann teilweise davon ausgehen, wenn man irgendwas machen möchte, dass derjenige zumindest das Gear hat. Muss er ja haben. Ohne das geht's ja nicht. Kann ja nicht joinen der Mission. So, wie kann ich dir denn... Wie kann ich dir denn joinen? Zwei Freunde online. Wie kann man jemand joinen? What the fuck, was weiß ich? Hier...